Die erste Sensation des vierten Tages bei den Olympischen Spielen in Sotschi fiel im Snowboarden. Auf der Halfpipe schaffte es Überflieger Shaun White nicht aufs Podest. Der Amerikaner galt im Vorfeld als großer Favorit auf Gold, doch verpasste aufgrund eines Sturzes im Finallauf eine Medaille knapp. Der Olympiasieg ging überraschend an Juri Podlatschikow. Mit seinem Markenzeichen, dem YOLO-Flip, im Finallauf holte der Schweizer sich mit uneinholbaren 94,75 Punkten seinen größten Triumph. Hinter dem Sieger landeten die Japaner Ayumu Hirano und Taku Hiraoka auf dem Silber- und Bronzerang. Auch im Skispringen der Frauen gab es vor allem aus deutscher Sicht eine Riesensensation. Carina Vogt aus Degenfeld kürte sich völlig überraschend zur ersten Olympiasiegerin im Skispringen in der Geschichte. Zuvor hatte die 22-jährige Deutsche noch keinen einzigen Weltcup gewinnen können und war allenfalls als Außenseiterin gehandelt worden. Die große Favoritin aus Japan, Sara Takanashi, schaffte es nicht aufs Podest. Auf Platz 2 landete die Österreicherin Daniela Iraschko-Stolz. Bronze sicherte sich Colleen Martel aus Frankreich. Beim Slopestyle-Skiing der Frauen setzte Kanada seine Jagd auf Edelmetall fort. Dara Howell sicherte sich mit 94,20 Punkten souverän den Sieg. Sie widmete ihren Erfolg der verstorbenen Freestylerin Sarah Burke. Teamkollegin Kim Lamar landete hinter der Amerikanerin Divina Logan auf dem Bronzerang. Die deutsche Slopestyle-Hoffnung Lisa Zimmermann hatte die Qualifikation aufgrund eines Sturzes nicht geschafft und musste zuschauen.